Sagt auch ab. Oh, dieses nee. Jahr. Nee. Im Ernst. Bitter, ey. Bitter. Ja, einfach zu groß. Zu groß, zu viele Leute. Zu, das geht einfach nicht. Boah, Leute. Hey. Eigentlich hießen wir früher mal El Muta Jawalin. El Jawala ist einfach die Kurzform und heißt die, die rumziehen, die unterwegs sind, die Wanderer. In the street, in the dirt, sniffing glue, nothing new. Watch a woman in a skirt, a prostitute, eyes for beating up man, green, blue, and black. Man went to the punch up, didn't bring her money back. Life's a joke, broken gambling the flat. Children at home and only. Ihr seid seit Oktober letzten Jahres fast die ganze Zeit unterwegs. Al Jawala. Al Jawala. Boah, waren wir unterwegs, ey, 80 Gigs im Jahr. Aber halt nicht so ein bisschen toll geplant in Deutschland, sondern Kanada. Ey, Berlin, ihr schneit's. Jordanien, München, China. Wie haben die Chinesen auf euren Sound, auf eure Songs reagiert? Wie kommen die da an? Ja, also unerwartet stark haben die reagiert. Habt ihr was vom Land gesehen? Hattet ihr ein bisschen Zeit? Wir waren eigentlich meistens natürlich in riesigen Städten unterwegs. Die Gigs waren immer abends und das heißt, wir haben uns dann in der Stadt umgesehen. Vorgelegt doch.
schön beim Frühstück hier. Oh nein. Die Laugenkampfdrohne. Oh nein, diese Kameras sind auch echt überall. Ah, gut, Daniel. Wunderbar. Televiziunea română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Hello, Marcus. Hello. How are you? Good. Being a group that travels together means that you have to live together for a long time. Mm. Well, how do you manage to keep the balance in between egos in order to have a creative atmosphere within the band? Mm. I think what we do is constantly being critics of ourselves, also among each other. Like, I think we can be, after all these years, we can be very true. You know, we don't have to play around and say, oh, maybe you could do this or that. I think we can be straight without being insulted or hurt or something like this. Ist Würzburg auch abgesagt, ne? Ja, Würzburg auch abgesagt. Ich meine, auch die Konzerte, die wir spielen, da wird es halt bestuhlt sein. Da wird keiner tanzen können. Mir kommt es vor, als würde ich mich selber verraten. Nein. Ich meine, wir sind so. Ja, aber Steff, sollen wir alle Konzerte jetzt absagen, oder was? Also ehrlich gesagt, bevor ich mich so verbiege. Warte mal, wir haben noch ganz viele, auch ruhige Stücke, zum Beispiel Bali, oder wir können Esma spielen. Ja, das heißt, sag mal konkret, das heißt, du machst dann irgendwie eine Setlist mit irgendwie Chill-Songs und Ditch und Ambient und irgendwas und ich stehe dann da irgendwie an meinem Platz und bewege mich die Bohne nicht und schaue dann irgendwie auf die starren Leute. Das bockt da, ey, dann spiele ich echt lieber nicht, Mann. Wer weiß, ob wir da nochmal spielen können? Wer weiß, ob das Publikum da ganz normal in den Konzert kann? Ja, wer weiß, aber wir müssen uns doch irgendwie treu bleiben. Nochmal kurz Luft, hey Leute, nee, echt mal, nee, wa? Fangen wir zwei zusammen an erstmal? Erstmal nur du, ja, genau. Okay. Du gründest dich ja nicht. Du fängst an, du hast Spaß, du machst weiter, dann haben sich irgendwelche Stücke rausgebildet. Wir haben nicht mehr nur gejammt, sondern wir haben auch ganze Stücke gespielt irgendwie. Und so hat es ziemlich schnell eine Richtung gekriegt und ein Shape. Halt einfach total equal. Die ist total auf Augenhöhe mit allen, die irgendwie an diesem Platz vorbeikommen. Und du als Musiker spielst von der gleichen Plattform, auf der irgendwie auch alle Zuhörer irgendwie sind. Und das ist halt nochmal ein Gefühl an ein Mehr an Unmittelbarkeit. Das ist einfach super schön. Eigentlich rüberkommt, ist die Lebensfreude eben auch einfach, die wir ausstrahlen, wenn wir spielen.
Ich glaube, das ist das, was die Leute dazu anregt zu tanzen oder dazu anregt beim Regen uns trotzdem zuzuhören. Depuis hier, il n'y a plus de police. Cette nuit, la police a été abgeschaltet. Ich glaube, es liegt an dieser besagten Straßenmusikband, die konsequent darauf bestanden hat, die Polizei zu ignorieren. Woraufhin sie sich dann nach 5 Jahren einfach quasi so verselbstständigt hat. Also ich meine, als Straßenmusiker bist du halb, je nach Instrumentenwahl, illegal? Vogelfrei, Outlaw. Schwerverbrecher und überhaupt, nee, die Städte haben Verordnungen, die sehen meistens Straßenmusik mit so einer großen Besetzung nicht vor. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir das wissen und es ignorieren, weil das muss man nicht veröffentlichen. Also wir stehen hier Frankfurt-Zeil vor dem Primark-Modegeschäft, bekannt für Preisdumping, Ausbeutung und Dreck in Textil, der uns soeben darauf aufmerksam gemacht hat, dass die 3 Meter öffentlicher Zeilgrund eigentlich ihnen gehören und wir deswegen jetzt bitte weggehen sollen. Das ist halt der Unterschied auch, dass die Leute sich einfach aussuchen können und so stehen bleiben. Beim Gig kommen sie wegen dir, oder? Ja. Solche Dinge möglich sind. Geil. Verläfft der Arsch aus. Nicht eigentlich mal ein Konzert nur für uns Kinder, denn wenn ihr spielt, dann müssen wir immer schon längst im Bett sein. Ein Brief mit diesen Worten erhielt einst die Freiburger Band El Javella und die dachte sich dann, ja warum eigentlich nicht? Warum nicht mal ein Konzert nur für Kinder geben? Instrumente wie ein Didgeridoo haben wohl die wenigsten Kinder schon mal gehört. Und auch der Balkanrhythmus und das Zusammenspiel der Saxophone kommt in den gängigen Kinderliedern nicht wirklich vor. Die Kinder zwischen 3 und 14 Jahren waren begeistert. Endlich durften auch sie mal im Jazzhaus so richtig feiern. Ich fand's einfach nur klasse. Findest du das doof, dass die Konzerte sonst immer nur für die Erwachsenen sind? Ja. Ja, wieso? Weil dann immer die Kinder schlafen müssen und die Erwachsenen immer den Spaß haben. Ja.
Was war eure erste Begegnung mit El Jabala? Auf dem Hoffest oder Geburtstag vom Urban. Genau. 1812. Das nächste Stück ist ein Original von den Pentatones. Einfach der Beginn einer langen, schönen Freundschaft, sowohl menschlich, zwischenmenschlich als auch musikalisch. Welche drei Worte fallen euch zu El Jabala ein? Vollgas. Auch da. Ja, auch Familie irgendwie. Für mich auch definitiv Familie. Und später dann mit Franzi jetzt sogar, ne? Die genau. Mitgesungen hat. Ja. Happy Birthday, El Jabala! El Jabala, mach Krawalla, kommt in deine Nachbarschaft. El Jabala, yalla yalla, rock dich fett in deine Ich weiß noch ganz genau, wie ich aus so einem Bauwagen Backstage irgendwie so einen krassen Groove gehört habe. Dann bin ich so hin und habe so gehört, das war so, oh krass, zwei Saxophone, die ganz schön grooven, und habe so die Tür so ein bisschen aufgemacht und schaue so rein und das eine spielt bam 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 und das andere bam 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 bam. Und hoffentlich haben die keine Band dabei, weil sonst rocken sie uns krass in den Arsch. Und dann hatten sie eine Band dabei. Tja. Seitdem begegnen wir uns ständig oder laden uns ein oder machen Videos zusammen, zum Beispiel wie Be Anybody. Oder übernachten bei denen, also sobald wir in München sind und da irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen, pennen wir bei denen in der WG. Multilingual, laut und sexy. Fette Band mit Paul. FBP. Gestern hatten wir sehr differenzierte, ruhige Musik, es war richtig fein. Heute kommen wir etwas in die kernige Fraktion, aber es wird genauso fein. Versprochen. Das war ja total die abgefahrene Geschichte, wie wir den kennengelernt haben. In Straßburg haben wir Straßenmusik gemacht. Und da hat er uns quasi gesehen, als kurz vor seinem Auftritt quasi. And since back in the days, we still meet all around the world, and it's incredible, you know. It became a part of a family, you know. It's like you are meeting your relatives, you know. It doesn't matter where you are. They really created their own style, own sound. So remarkable, and they're always reinventing themselves again and again. Beautiful guys, beautiful people, great musicians, great energy, lots of love, lots of positive vibes. I hope they're gonna play at least for the next hundreds of years. You can burn me.
Wann atmet er eigentlich? Ich bin der dumme Schwätzer, der VIP-Pedel, beknackter Name-Dropper. Kauf mich bei Lidl, zocken Rap-Pullover mit 8 Logos. Mich macht das endlich Koma, dich macht's loco. Ich bin der Merchandiser von Lubega. Vorher war ich Bürgermeister bei King Burger. Ich weiß noch, dass Hannes von den Pentatones eine super lustige Session aufgenommen hat. In der Küche von denen. Und das war halt, ja, das waren halt die. Da waren wir halt so Anfang, Mitte 20 und das ist halt die beste Zeit des Lebens. Ne? 83 Bravo Breaker und verkauf es als Trend. Lass die Experten mal schnacken, ich verkauf sie als Trend. Ich war mal Punk an nichts gebracht, warum verkauf ich als Trend? Und du bist Pompa und die von kommen wir bald ins Geschäft. Ich bin so traurig wegen Krieg und verkauf wow! Ich weiß, der Weg nach oben ist hart, verkauf ihn als Trend. Ich bin so Trend wie mein Hemd, ich bin American Blend. Yeah, und verkauf mich selber als Trend. Baby, spoken word in your motherfucking Gesicht. Ja, ich vermisse das sehr. Drei, zwei, eins. Hallo, herzlich willkommen zur inzwischen 12. Ausgabe von Tollhaus TV und unserem zweiten wirklichen Livestream. Wir sehen euch. Ich schaue mal zu euch rüber und wink mal und da passiert was und das fühlt sich richtig gut an. Schön, dass ihr dabei seid. Und auch wenn wir euch nicht hören, wir bekommen was zurück. Wir sehen in eure Gesichter, wir sehen, wie ihr euch freut, wie ihr Spaß habt, wie ihr winkt, wie ihr applaudiert. Und das ist ein gutes Gefühl für uns und wir werden zusammen einen richtig schönen Abend haben. Steffi und ich sind so gebaut, dass wir quasi uns schnell reizen können, weil wir auch so in den ersten Bandjahren zusammen waren. Das ist natürlich, ja, das war so eine Konstellation. Ich glaube, da haben die anderen dann oft so gedacht, oh Mann, jetzt geht's schon wieder los. Vorbei. Ja, weil das jetzt gut gefallen ist, Mann. Doch, hat es gut gefallen. An der 1. Appellito, hallo. Hallo. Cuxhaven. Oh, du hast Bier organisiert. Das ist schön schwingen. So rund genug. Ja, super. Fällst du schon? Ja. Mit der Band bin ich verheiratet, mit meiner Frau bin ich befreundet. Nein. Die Band, die noch selber bügelt. Ich hatte zum Beispiel eine ziemlich harte Burnout-Phase irgendwie hinter mir vor 2,5, 3 Jahren, wo du merkst, okay, das ist eine persönliche Krise, die natürlich auch in die Band reinstrahlt. Allerdings dann wiederum zu merken, dass sie das auch darf und dass sie wunderbar abgefangen
wurde jetzt in meinem Fall, dass es dann einfach auch kein Thema ist und dass wir, weil wir hatten einfach, glaube ich, 16, 17 Jahre nicht ein einziges Konzert jemals abgesagt, aus keinem Grund. Mhm. Also wir waren alle schon mit irgendwie voll gedopt, mit Schmerzmitteln, Fiebersenkern, mit Grippe, mit sonst was, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall und sonst was auf der Bühne, weil das immer die Maxime war. Der letzte Schritt ist, ein Konzert nicht zu geben, wenn es announced war. Und dann halt zu merken, okay, das ist aber, wir sind einfach Menschen und wenn es irgendwann nicht geht und die individuelle Entscheidung zu sagen, ich kann nicht auf die Bühne, dass das dann auch einfach von allen mitgetragen wird, das hat uns auch schon nochmal in so ein anderes Stage irgendwie reingebracht. Du weißt, dass du bis jetzt am meisten aufgeladen hast? Aufgeladen? Mhm. Ja? Mhm. Glaube ich nicht. Das ist das meiste? Ja. Ja? Ja. Nee, Stefan ein bisschen mehr. Unglaublich. Aber die anderen haben sich vor dem Konzert zurückgehalten. Vor dem Konzert zurückgehalten? Guck mal. Ja, Percussion mit vollem Magen ist ja auch scheiße. Nee, Percussion mit vollem Magen ist gut. Das ist gut für die Erdung. Ja. Dieser Prozess vom einfach Performen, vom Musik machen mit euch, also mit uns quasi, ist für mich immer noch ja, eine der schönsten Stories in meinem Leben. Und die geht ja noch weiter, also ist noch lang kein Ende in Sicht. Also, ja. Zu achten. Was machen wir jetzt über die Aktion und überhaupt alles sprechen? Hallo, guten Abend, liebes Publikum. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nach nahezu anderthalb Jahren ohne Live-Veranstaltung und Festivals endlich wieder hier sein können und dieses Programm präsentieren.
Testament.